Hallo meine surrealen Freunde und willkommen zu diesem Video. Heute teste ich nicht nur Ringlicht, neue Location, die jetzt noch nicht so schick aussieht, weil ich mich ehrlich gesagt noch nicht entscheiden kann, wo ich eine Videoecke einrichte. Momentan sitze ich auf dem einzigen Sessel, den wir in dieser Wohnung haben. Also der andere Raum ist noch komplett Umzugskartons. Und heute wollte ich mit euch zwei Sachen testen, die ich gratis in Form einer Goodie-Bag bekommen habe, die ich selbst gekauft habe, dadurch, dass sie bei meiner Eintrittskarte mit dabei war von der Glow. Sehr kompliziert, aber es ist quasi Werbung durch Nennung der Marke selbst gekauft, weil ich die Goodie Bag ja mit bei der Karte dabei hatte und man sie nicht einfach so bekam oder ich sie bekam, weil ich irgendwie Special YouTube Instagrammer bin, sondern einfach, weil ich sie gekauft habe. Einmal geht es um das Santé Lippenpeeling. Und einmal geht es um die Bio-Vegan Skinfood Maske mit grünem, ja, mit grünem Tee für empfindliche Haut. Und empfindliche Haut, wenn man mal hier schön an meine Stirn sieht, ja, das ist meine Haut. Und wir fangen erstmal mit etwas ganz Normalem an, was ich immer mache. Meine Haut habe ich jetzt, sie sieht natürlich eigentlich schon ganz gut aus. Momentan bin ich da ganz gut. Ich benutze momentan so eine Skincare-Routine mit einem Peeling, mit tatsächlich nur einem Toner, weil ich habe beim Umzug ganz viele Wattepads gefunden und ich habe jetzt in dieser Glowbox vorab, die auch dazu gehört, habe ich auch einen Toner drin gehabt von Balea. Den benutze ich jetzt auch. Ich benutze momentan so ein Gesichtsreinigungszeug, aber nicht immer. Manchmal benutze ich auch ein Peeling, um ein bisschen meine Gesichtsbräune vom Sommer noch wegzukriegen. Wer mich länger kennt, weiß, ich mag nicht so gerne braun zu sein. Und ja, Gesichtsbräune wegbekommen. Dann noch wunderschön möchte ich natürlich eine schöne reine Haut haben. Deswegen benutze ich momentan ein Präparat mit Retinol. Da, wo meine Milien sind, die sind hier und die sind wirklich schon weniger geworden. Aber eine Review, wenn ich wirklich... Ich teste halt einige von den Sachen und sie funktionieren gut, aber ich möchte halt erst nach so 2-3 Monaten auch wirklich ein Fazit geben. Ich kann halt immer zwischendurch nur so eine Zwischenbilanz geben und es ist natürlich auch wirklich so, jede Haut ist anders, weil ich ja jetzt gleich mit meinem Händchen im Gesicht rumfummel, bin ich momentan über fanatischer Fan von Handhygiene-Gel. Immer wenn ich in Berlin bin, eine Freundin von mir hat erzählt, dass eine Freundin von ihr wiederum U8 gefahren ist. Also U8, wer aus Berlin kommt oder schon mal in Berlin war, U8. Ja, und dann hatte sie sich irgendwie was angefasst, was komisch war und hat sich nicht länger was daran geändert. Und dann hatte sie einen riesigen Abszess im Gesicht. Und seitdem bin ich immer so, U8, oh, ich brauche meine Handhygiene-Gel. Und nein, ich habe keine Fotos gesehen. Ja, diese Tuchmaske ist für empfindliche Haut. Man trägt sie auf die gereinigte Haut auf. Meine Haut ist jetzt gereinigt und vorbereitet und alles. Und Schutzfolie entfernen. Hier ist eine Schutzfolie dabei. Erster Kritikpunkt. Schutzfolien sind ja zwar mega praktisch. Einerseits dazu, dass man halt ja, das rauflegt, aber andererseits finde ich sie auch mega unpraktisch, weil man hat halt diese blöde Schutzfolie. Weil es ist ja ohnehin schon so einmal Anwendung und dann in Müll. 15 Minuten einwirken lassen und entspannen. Ich order gleich mal einen Tee. Und sie ist halt mit grünem Tee, Süßholzwurzelextrakt. Ist in vielen Tees drin, die ich gerne mag. Und mit Ginkgo-Extrakt. Ich liebe Ginkgo-Bäume. Es gibt in der Nähe vom Botanischen Garten in Göttingen einen Ginkgo-Baum und den liebe ich. Und der ist in der Nähe von meinem geliebten Blutahorn. Das ist mein Seelenbaum. Und ich versuche jeden Oktober nach Möglichkeit nach Göttingen zu reisen, weil ich einfach meinen Ginkgo-Baum liebe, wo ich früher auch drunter gelernt habe für Uni. Hier ist so eine Plastik-Zwischenfolie. Ich habe das schon mal für euch geöffnet. Und sie ist nicht ganz durchge... Ja, das ist jetzt ein Problem. Gucken Sie mal hier. Die ist nicht ganz durchgeschnitten. Ich habe einen Fabrikatsfehler. Das ist natürlich ein bisschen... Ach nee, ich habe es doch auseinander bekommen. Ja, ich war einfach noch nicht intelligent genug. Und hier kann man... Hier ist extra so eine Lasche zum Abziehen und dann kann man
Ich finde, es ist trotzdem noch immer voll Friemelei. Und eigentlich könnte man sich diese Folie sparen. Die Maske hat jetzt nicht so einen super fancy Aufdruck und ist natürlich schön feucht. Ein Tipp für Queen Beauty Pros ist, einfach die restliche Flüssigkeit aus der Packung rauszunehmen und einfach quasi auf Arm und Bein verteilen. Ich mache es jetzt einfach mal auf den Arm, weil das ist ja auch alles Produkt, wofür ihr gezahlt habt. Die Passform ist ganz okay bei mir, aber ich habe auch ein ziemlich großes, rundes Gesicht. Bei anderen könnte es schon wieder problematisch werden und der Mundausschnitt ist ein bisschen klein für mich. Noch ein bisschen breiter ziehen und dann hat man es. So, 15 Minuten, ich brauche Tee. Und ja, die Augen sind auch ein bisschen engstehend. Mal gucken, ich glaube, das steht hier gar nicht. Wahrscheinlich ist das hier bei dem, das steht extra drauf, gratis. Gratis Produkt. Nein, da ist nur ein QR-Code. Nicht ein QR-Code, ein Barcode. Ach, was sag ich denn? Es steht nicht, wo es... Ach so, es ist made in Germany. Es ist nicht made in Korea. Es ist made in Germany. Na gut, jetzt gucken wir mal. Und wir spulen vor 15 Minuten später. Wir sind zurück. Es sind mehr als 15 Minuten, glaube ich, vergangen. Und wir nehmen einfach jetzt diese Maske ab, die hier schon relativ trocken ist, hier noch relativ feucht. Was ich sagen muss, es war unangenehm um die Augen herum, weil die Augenlöcher so klein sind. Die hätte ich vielleicht noch ein bisschen einschneiden sollen. Es ist für mich immer so ein eher Nicht-Kaufgrund, wenn erstens so eine Folie dabei ist und dann zweitens die Passform auch nicht stimmt, weil ich habe ja auch keine Lust daran, ewig lange herumzuschneiden. Was kann man sagen? Ich muss hier echt noch am Setting arbeiten. Ich hatte überlegt, dass wir hier oben irgendwas runterhängen lassen. Da oben ist unser Hochbett. Da oben schlafen wir. Wir haben auch ein zweites Hochbett. Aber das zweite Hochbett, sagen wir es so, ich komme gut hoch. Aber ich habe Höhenangst und ich habe vor allen Dingen diese Abgrundangst, was total nervt. Weshalb auch oben bei uns da noch ein Geländer hinkommt. Wir haben lange überlegt, sollen wir sie da lassen? Sollen wir sie, also lange Zeit war es eher so, oh, wir wollen sie nicht hier haben. Jetzt lassen wir sie doch, weil es doch irgendwie ganz praktisch ist, aber sie nerven. Und wir werden sie halt noch ein bisschen umbauen, modifizieren. Wir haben beispielsweise, weil die vor uns gewohnt hat, hier hat einfach auf der krassen, splitternden Spanplatte über 2 Jahre lang gelebt, ohne da irgendwie ein... irgendwas hinzulegen oder so. Sie hatte halt hier irgendwie so Kisten als Schutzwall und hat dann einfach mit einer Matratze darauf geschlafen und Lattenrost und wir haben halt Teppichboden verlegt, damit wir uns keine Splitter ziehen beispielsweise. Ja, meine Haut ist angenehm erfrischt. Ich muss echt noch am Videohintergrund arbeiten, der nervt mich noch ein bisschen. Also halt, dass ich auch nach dahin filme und das hier einfach Videohintergrund oder eben, dass ich drüben filme, aber da drüben ist Baustelle. Weil drüben ist halt ein Hochbett, das ist noch viel höher, ist aber auch kleiner. Und bei dem Hochbett ist so ein bisschen, ich komme hoch, aber ich runterkommen ist halt schon fast so schlimm wie Ziplining für mich. Wir haben noch ein zweites Produkt, was wir aber jetzt testen wollten. Ja, wo ist es denn? Ah! Ich mache einfach jetzt einen Schnitt. Hier ist es. Dieses Santé Lippenpeeling. Das ist vegan. Ansonsten würde ich ja nicht nutzen. Aber eigentlich mache ich mir mein Lippenpeeling immer selbst. Und man kann es halt so mit so Plastik-Flock-Applikator. Mir würde es eher gefallen, wenn es in so einem Glastiegelchen wäre. Fast meine ganzen Pflegeprodukte sind inzwischen in Glastiegeln. Und da ist halt natürlich noch immer ein bisschen Mini-Mini-Mini-Plastik dran, aber jedes bisschen weniger Plastik ist natürlich gut. Und bei Schminke ist es halt allgemein schwierig. Ich würde mich freuen, wenn mehr Schminkmarken dazu übergehen würden. Weniger Plastik, mehr Glastiegel. Ist natürlich nicht so gut für den Transport, aber dann kann man sich halt so Mini-Glastiegel oder sowas. Ja, da sind so kleine Stückchen drin. Das riecht sehr angenehm nach Aprikose. Und es ist sehr reichhaltig. Also ich würde das tatsächlich jetzt auch eine Weile drauf lassen. Ja, dann wird mein Tee halt kalt. Der Tee steht da ganz, 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 ganz hinten, weil da hier alles so voll gepfropft ist. Hm.
Es hat so einen typischen Naturkosmetikgeruch, so leicht alkoholisch, wo ich mich dann frage, ist hier Alkohol drin? Ich weiß es nicht genau, weil hier die Inhaltsstoffe nicht draufstehen. Das muss man nachgucken. Schade, schade. Würde ich diese Sachen wieder kaufen? Würde ich die wieder benutzen? Ich glaube nicht. Beide nicht. Die ist zwar ganz schön und ganz okay und sie ist halt, sie kostet normalerweise 5 Euro, das ist ziemlich hochpreisig für eine Maske. Und sie ist auch made in Germany und sie ist gut gemacht, aber ich glaube, ich würde mir eher ein anderes Produkt von dieser Marke kaufen, wie beispielsweise das Serum. Bei dem hier weiß ich halt nicht, ich nehme einfach Öl und Zucker und peele damit meine Lippen und das hat, glaube ich, ein ähnlich gutes Ergebnis. Ich muss zugeben, ich habe das jetzt nicht zum ersten Mal getestet, ich habe es jetzt nochmal für euch getestet, um einen Live-Test, aber es ist tatsächlich leider fake und von daher, der Duft gefällt mir nicht so gut. Dieser typische Naturkosmetikduft. Ich glaube, es müsste ja eigentlich Leute geben, die darauf stehen. Ich gehöre nicht dazu. Und von daher, ja, es ist okay. Ich kann damit leben. Aber auf der anderen Seite, ja, brauche ich nicht. Ich bleibe weiter bei Olivenöl und Zucker. Der Duft gefällt mir eigentlich ganz gut. Und von daher, man muss ja auch mal eine Review machen, wo man sagen kann, man kann es kaufen. Und ob ihr es kauft, ist eure eigene Entscheidung sowieso. Und von daher wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, immer schön Ehrlichkeiten, insbesondere wenn es um so Zeug geht, um Konsum und Kaufzeug. Weil man muss sich nicht jeden Scheiß kaufen, nur weil es jemand in die Kamera hält. Bis zum nächsten Mal. Nicht vergessen, immer schön Ehrlichkeiten. Ehrlich bleiben, denn Ehrlichkeit auch sehen.